Mein Name ist Tor Alexander und ich möchte heute über den Unterschied von gutem und schlechtem Geld sprechen. Und das ist eigentlich recht einfach. Gutes Geld behält man, schlechtes Geld gibt man aus. Gutem Geld vertraue ich. Gutes Geld ist sicherer als schlechtes. Gutes Geld ist auch härter als schlechtes. Und welches Geld gut ist, entscheidest du selbst. Schlechtes Geld kann mir weggenommen werden, einfach nur, weil ich es auf dem Konto habe, einfach nur, weil ich damit eine Grenze überquere, einfach nur, weil ich es bei mir habe. Schlechtes Geld kann auch für ungültig erklärt werden. Schlechtes Geld liegt in meinem Tresor und verliert jeden Tag an Wert. Was ist für dich schlechtes Geld und was ist für dich gutes Geld? Schreib es in die Kommentare, abonniere meinen Kanal und komm in meine Telegram-Gruppe. Bis zum nächsten Video. Setze einen Daumen nach oben, wenn dir das Video gefallen hat. Sende den Link zum Video an Menschen, die auswandern wollen. Komm in unsere Telegram-Gruppe Auswandern Geld. www.t.me/auswandern Geld zusammengeschrieben.